Freunde, sind persönliche Freunde, aber auch ein Freundeskreis. Es gibt zwei gute Gründe für mich, hier heute Abend zu stehen. Den einen hat mit der Postel angedeutet. Unser Verein, Freundeskreis Erweiterte Heilkunst, hat eine Vortragsreihe ins Leben gerufen. Heute ist der zweite Vortrag. Ich wurde dazu gebeten, über Altersmedizin zu sprechen. Dem Wunsch bin ich gerne nachgekommen. Habe den Vorstand gebeten, mir doch ein paar Ideen zu geben, was das Publikum vielleicht hören möchte. Es kam ein Blumenstrauß von Themen bei mir an, den ich sicher nicht in einer Stunde ganz hier ausbreiten kann. Deswegen gut, dass es dann auch noch Fragen geben wird. Sie hören schon, ich versuche etwa eine Stunde zu sprechen. Sie dürfen mich gerne, wenn ich zu schnell werde, zu leise bin, unterbrechen. Inhaltlich gerne auch, aber es kommt eben am Ende die Möglichkeit, nochmal Fragen auch dann aufzuarbeiten und in Einzelthemen vertieft einzusteigen. Der zweite gute Grund ist dieser. Ich stehe jetzt hier zum Thema Altersmedizin. Das hätte ich mir sicher vor 20 Jahren so nicht träumen können. Mein Weg in die Medizin war einer, der mich in der Lebensphase der Berufsentscheidung über was soll denn ein Leitmotiv meines Lebens werden, dann hat nachsinnen lassen. Und ich kam anders, als es der Wunsch meiner Eltern war, auf den Gedanken, ich müsste mich mit dem Menschen beschäftigen. Der nächste Schluss war dann, Studiengänge zu suchen, die mit dem Menschen zu tun haben. Und ich kam auf die etwas irre Annahme, Medizin hätte etwas mit dem Menschen zu tun. In Heidelberg im Grundstudium wurde mir das dann doch sehr ausgetrieben und ich kam in eine Krise, den Menschen in der Medizin, in dem Studium nicht zu finden. Das hat mich zur anthroposophischen Medizin geführt. Man könnte fast sagen, sie hat mich gerettet an dem Punkt. Und dann kam es durch Verknüpfung von Umständen zum Weg nach Hamburg. Es wurde dann nicht, wie ich am Anfang dachte, die Kinderheilkunde, sondern es wurde die innere Medizin. Die Abteilung, in der ich gearbeitet habe, hat sich immer mehr in die Richtung einer onkologischen Medizin mit palliativen Patienten, also dann auch palliativmedizinischer Schwerpunkt, kam dazu. Und letztlich hat es uns jetzt in den letzten Jahren in der Station eben über Umwege in die Geriatrie geführt, sodass immer das Thema, es ging mir eigentlich um den Menschen, um die Urbilder des Menschen. Menschen meine ich jetzt im Sinne von ein beseeltes und begeisterungsfähiges Wesen eigentlich zu suchen und dieses in der Medizin finden zu wollen. Und so bin ich bei der Altersmedizin angekommen. Mittlerweile bin ich in einem Alter, wo ich solche Fügungen ernst nehmen muss und denke mir, wenn ich den Menschen gesucht habe und dieser Weg mich dahin geführt hat, dann muss in der Altersmedizin irgendwas über den Menschen auch darin sein. Und die letzten Jahre jetzt in der Geriatrie haben mir gezeigt, da ist etwas darin. Und so kam es dann zu dem Titel auch des Abends, dass vielleicht in dieser Art von Medizin, die heute wirklich ganz konventionell sich etabliert hat, etwas darin steckt, was für die gesamte Medizin ein Samenkorn, ein Befruchtungsmoment sein könnte, sich zu wandeln, ein Türöffner und Wandlungsmoment hin, aber auch eine Herausforderung, wieder ganzheitliche Aspekte in der Medizin einziehen zu lassen. Das heißt, Sie werden also jetzt von mir hören, und so fange ich dann auch gleich an, was überhaupt diese Medizin darstellt, wie sie verstanden wird. Und Sie werden aus dem, der eine oder andere, der hier sitzt, das weiß ich auch, hat ja schon einen erweiterten Anspruch an die Medizin, kennt sich damit aus. Und Sie werden merken, wie gut das schon darin verankert ist. Und wenn wir dem nachgehen, wie sich das vielleicht zeigt. Das ist der Bogen heute so durch diesen Abend. Und es wird an verschiedenen Dingen konkret werden. Und wir können es, wie gesagt, in den Fragen dann noch vertiefen. Soweit erstmal vielleicht zur Einführung. Also, worum geht es heute Abend? Ich habe es schon gesagt, es geht mir darum, die Altersmedizin ihr näher zu bringen und erst einmal die Frage in den Raum zu stellen, was ist sie, warum brauchen wir sie heute, vielleicht mehr als jemals zuvor, und liegt in dieser Notwendigkeit, die sie da ist, schon eine Herausforderung des Wandels in der Medizin? Der zweite Aspekt ist, was macht die Altersmedizin mit den Patienten anders, als wir es sonst von den konventionellen Fächern, den großen Fächern Chirurgie, Kardiologie, Gastroenterologie kennen. Was ist der andere Ansatz, mit dem der Mensch in dieser Medizin behandelt wird? Ist ein anderes Menschenbild, ein anderes Verständnis dahinter? Und wenn das dann so ist, was
kann aus diesem Verständnis vielleicht auch für die gesamte Gesellschaft, für die Gemeinschaft abgeleitet werden, wenn aus ihr heraus für die Medizin als solches, aber dann auch für die Gesellschaft ein Impuls ist. Und letztlich habe ich immer den Anspruch, den Bogen so weit zu spannen, dass es für jeden Einzelnen von Ihnen auch eine Frage sein könnte, wenn Sie sich mit dem Thema heute Abend auseinandersetzen, aber aus vielleicht auch persönlichen Gründen mit der Altersmedizin schon oder bald beschäftigen müssen, ist etwas darin, was für Sie eine Art Herausforderung darstellt. Kein ganzheitlicher oder anthroposophisch-medizinischer Vortrag, ohne dass es irgendein Gedicht, Spruch oder so etwas geben muss. Meistens wird Herr Goethe oder Herr Steiner zitiert. Ich möchte heute Ihnen mit einem Gedichtsanfang auch den Vortrag zumindest einleiten. Ich werde es nicht ganz lesen, es wird am Ende ganz erklingen, aber es war das eben Gedicht, welches mich in der Vorbereitung jetzt begleitet hat. Es ist von Christian Morgenstern und es fängt mit folgender Strophe an. Lass mich nicht allein, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Sieh, wie über aller Erden Dunkels Ahnung schon voll Schwermut schweigt. Das ist die erste Strophe. Und man ist eigentlich mitten in der Stimmung, was heute alte Menschen hervorrufen, wie wir mit der Frage des Alterns, des Alters in der Gesellschaft umgehen. Schwermut liegt darauf, die Nacht bricht herein, wir haben es eben schon angedeutet gehört, der Herbst zumindest. Und insofern ist die Frage, finden wir nicht heute Abend in diesem Thema etwas, was uns zu anderen Tugenden, zu anderen Qualitäten führen kann, als dieses, was Morgenstern zumindest in der ersten Strophe andeutet. Am Ende werden Sie merken, er fängt sich. Also auch er hat eine Strecke zurückgelegt. Ich will Ihnen am Anfang jetzt aber noch eine Übung abverlangen. Sie merken, ich stehe hier blank. Das Flipchart ist, wenn wir nachher noch Dinge aufmalen, vertiefen müssten. Ich werde nicht den Rücken Ihnen zuwenden und da jetzt Dinge anmalen. Sie sehen aber auch hinter mir keine Leinwand, wo jetzt eine PowerPoint-Präsentation abläuft. Ich fordere Sie auf, selber mein PowerPoint-Programm zu sein. Und insofern werde ich Sie jetzt erstmal versuchen, etwas zu verlebendigen. Und innerlich müssen Sie sich jetzt bitte einen Mann vorstellen. Es kommt gleich eine Frau, es ist gleichberechtigt, aber ich fange jetzt mit dem Mann eben erst einmal an. Es ist ein Herr, der im Bett liegt und sich vor Schmerzen krümmt. Er ist aufgewacht wegen der Schmerzen. Es zieht ihm im Rücken und es ist unerträglich. Die Blase drückt und der Weg aus dem Bett heraus wird zur großen Aufgabe, wie man sich mit diesen Lumbosakralgie, mit diesen Rückenschmerzen, mit diesem Hexenschuss ja aus dem Bett heraus bewegt. Es gelingt ja mit unterdrückten Schreien, weil es sind noch mehr Räume, Menschen im Raum. Und es geht ein schleppender, gebeugter Gang dann ins Bad. Man findet ihn dann danach auf der Toilette sitzend, auch das mehr eine Qual, aber zumindest teilweise Erleichterung, was die Notdurft angeht. Und dann die Krise, jetzt von der Toilette wieder hochzukommen. Ja, und so. Dieser Mann weiß, dass vor kurzem ein Patient ihm zugewiesen wurde, der wegen eines Sitztraumas auf einer Toilette, wo er nicht mehr hochkam und dort 12 Stunden saß, dann gestorben wäre im Hirnversagen. Und insofern dieses Bild noch vor Augen, wird ein heroischer Sprung an die ans Heizungsrohr getan und man zieht sich daran wieder den Schmerzen hoch. Sehr alt sieht dieser Mann aus, kann ich Ihnen sagen. Jetzt stelle ich Ihnen eine Dame daneben. Diese Dame ist viel im Garten. Sie hat immer einen Schalk im Auge. Wenn man sich mit ihr unterhält, ist da immer ein Schuss Humor dabei. Es ist eine Leichte um sie herum, eine frühlingshafte Jugendlichkeit. Und man würde sagen, ja, da ist wirklich Esprit, da strahlt etwas. Sie haben schon geahnt, der Herr war ich und es war im Skiurlaub, ich hatte mir einen Hexenschuss zugezogen, ja, und wie gesagt, in der Frage, was ist Altsein, ja, war es an diesem Punkt eindeutig und ich hätte es nicht unbedingt jetzt ganz an meinen Pass festgemacht. Die Dame, die ich Ihnen geschildert habe, ist unsere Nachbarin, sie ist 93 Jahre alt,
Sie ist jetzt über einen Aufenthalt in Rissen dann in ein betreutes Wohnen nahe ihrer Familie gezogen, hat aber die letzten 15 Jahre, wir sind in die Nähe gezogen, neben uns gewohnt. Als wir dahin kamen, war sie schon fast 80. Sie hat ein Mammakarzinom, viele Jahre unter Chemotherapie gehabt, hat jeden Morgen ihre Hamburger Abendblatt hereingeholt, gelesen, es durchgearbeitet und nachmittags sich im Garten befunden. Jugendlichkeit lebte da. Also die Frage, was macht uns alt, was hält uns jung, ja, ist das, auf was ich hinaus will. Und vielleicht müssen wir uns erst einmal mit dem Wort alt und altern beschäftigen. Dieses Wort stammt, soweit ich das jetzt herausbekommen konnte, von einer indogermanischen Wortsilbe, von al, also für alt, dann weitergeführt. Und dieses ist schon das Erste, was uns erstaunen lässt. Diese Al-Silbe bedeutet so viel wie wachsen oder reifen. Also im Gegensatz zu Herrn Morgenstern, der jetzt die Schwermut heraufziehen sah, ist in dieser Wortsilbe eigentlich etwas, was einen Reifevorgang andeutet und steht damit polar zu dem, wie vielleicht die Stimmung insgesamt in der Gesellschaft ist oder was wir heute unter Anti-Aging verstehen, wo große Bemühungen gemacht werden, im Alter eigentlich davonzukommen. Aber lassen Sie es uns wissenschaftlicher angehen oder präziser. Was ist denn heute alt sein? Wann ist man denn wirklich alt? Das ist auch nicht so ganz klar definiert, selbst wenn man es jetzt von der medizinischen Seite angeht. Also 70 sein heißt auf jeden Fall alt sein. Es ist aber so, dass höchstrichterlich in Deutschland es so ist, wenn man 65 Jahre alt ist und nur genug Krankheiten dazu addieren kann, die eigentlich zum Altsein dazugehört, also geriatrische Krankheitsbilder sind, dann sind sie auch formal mit 65 schon alt. So ist zumindest die Rechtslage, die der Medizin zugrunde liegt. 70 heißt ja, sie sind alt, 65 muss man auch einiges dazugeben. Aber heute haben wir es ja mit einer neuen großen Gruppe in unserer Gesellschaft zu tun. Insofern 70 ist der Anfang des Altseins. Ja, so. Da werden große Pläne gemacht und wir müssen heute auch Begriffe dazu dann bilden. Das heißt also umgangssprachlich, das sind jetzt keine harten Definitionen, sagt man dann zu Menschen, die 80 Jahre sind, dass sie jetzt betagt sind. Also alt ab 70, betagt ab 80. Das geht weiter. Hochbetagt, ja, ist man ab 90. Ja. Und da das auch keine Grenze mehr ist, die selten überschritten wird, sondern es immer noch weitergeht, hat man jetzt die Centenarians. Das sind die Hundertjährigen oder diejenigen. Und seit neuestem gibt es jetzt, weil es wirklich auch so ist, also die älteste Patientin heute auf unserer Station ist 98, ja, und wir werden sie wieder hinbekommen, dass sie hoffentlich ihren 100. schafft. Es gibt diejenigen, die jetzt 105 Jahre älter sind, das sind die Super Centenarians. Ja. Also damit Sie sich in der Landschaft der Geriatrie und des Alters befinden, wissen Sie jetzt, wo Betagt anfällt, wo Betagt weitergeht und dann die Centenarians. Gut, aber das ist jetzt erstmal nur die Klassifizierung in der Begrifflichkeit. Ich habe es eben schon angedeutet. Wir müssen jetzt ein bisschen, wie mein Kollege mal sagt, Butter bei der Fische und gucken, was das jetzt für uns insgesamt in der Gesellschaft bedeutet. Jetzt werden Sie mit ein paar Zahlen traktiert, aber Ihr innerer Beamer ist ja lebendig, der kann sich die jetzt als Tabelle auch vorstellen. Also der Anteil der Bevölkerung, die hier über 65 Jahre alt sind, waren 2009 21%. Heute sind wir etwa bei einem Viertel der Bevölkerung. Und 2030 werden wir bei 29% sein, knapp danach bei einem Drittel der Bevölkerung. Menschen, die über 65 Jahre sind, in unserer Schicht von der deutschen Bevölkerung. Menschen, die über 85 Jahre sind, waren 2009 2%, jetzt sind wir bei 3%. 2030 werden wir bei 4% sein. Das ist dann jeder 25. Bürger in Deutschland, der über 85 ist. Ich finde, das ist greifbar, ja, so. Gerade die erste Zahl, ein Drittel. Und konkret bedeutet das eben, dass die Gesellschaft eine Aufgabe zu wuppen hat. Ja. Wenn ein Drittel 2030 über 65 sein wird, dann kommt da eine Aufgabe auf die Gesellschaft zu. Aber die Gesellschaft letztlich sind ja wir. Wir Einzelnen sind das. Und ich glaube, so wird sich vielleicht aus diesem Vortrag heute auch ein bisschen herausentwickeln, wie rüsten wir uns denn, dass wir dann, wenn wir in dieses Alter kommen,
vielleicht auch an der Gesellschaft noch teilhaben können oder der Gesellschaft zuträglich sind und nicht sofort jetzt der Sozialgemeinschaft am Heimfallen. Ich glaube, die Jugend wird von diesem Generationsvertrag irgendwann erdrückt. Und irgendwie für mich hat sich bei diesem Vorbereiten auch aufgeschlossen, dass ich gar nicht einen Politiker brauche, der jetzt sagt, ich brauche noch eine private Absicherung dort und noch eine Versicherung, sondern irgendwie hat man das Gefühl, man muss selbst dafür auch Mitverantwortung übernehmen, dass die Gesellschaft in der Form sich entwickelt, ich Teil dieser Gesellschaft bin und ich verantwortlich damit umgehe, dass ich dieses Alter vielleicht erreichen kann. Irgendwann Ruf für Mitverantwortung, ob es einzeln, finde ich. Gut, was heißt das für die Lebenserwartung? Und da ist es ja immer interessant, dass Männer und Frauen da getrennt werden. Also 1950, jetzt gehe ich etwas weiter zurück, vorhin war ich bei 2009, aber da wird die Spanne dann ein bisschen klarer. 1950 hatten Männer in Deutschland eine Lebenserwartung von 64,6 Jahren. 2015, also fast jetzt, sind wir bei 78,4. 2060 werden es 84,8, also fast 85 Jahre sein. Das ist die Lebenserwartung im Schnitt. Frauen lagen 1950 bei 68,5 Jahren, liegen heute bei 83,4 und werden dann bei knapp 89 Jahren liegen. Also schauen wir mal auf heute. Männer 78,4, Frauen 83,4. Kommt auch die Frage auf, ja, Männer weniger als Frauen, woran liegt denn das? Ja, gibt es verschiedene Thesen, muss ich Ihnen sagen. Ich glaube, da ist die Wissenschaft noch nicht ganz zu Ende. Eine, die vermutet wurde, dass es genetisch veranlagt wird, also wirklich in den Genen liege, ist eigentlich schon wieder verworfen. Ich glaube, das kommt nicht hin. Dann gibt es natürlich mehr auf dem Niveau der Stammtischparolen, die Seite, dass sich vielleicht die Frauen mehr schonen würden, auch das ist wissenschaftlich nicht haltbar. Ja. Haltbar sind zwei Thesen, die momentan vertreten werden. Das eine ist den Einsatz und Nutzen von Genussmitteln. Männer gehen mehr an die Zigaretten, mehr an den Alkohol heran und dies ist gesundheitsschädlich. Ja. Das ist das eine, der eine Punkt. Und der zweite, Frauen sind fürsorglicher. Die gehen früher zum Arzt, die gehen häufiger zum Arzt, lassen sich helfen in dieser Frage. Und das sind die beiden Hauptfaktoren, warum diese Schere heute noch auseinandergeht. Jetzt sind wenige Männer im Raum, ja, so einige Frauen, den Frauen muss ich zurufen, ja, sie holen auf. Also die Genussmittel bei den Frauen werden jetzt auch mehr genutzt, ja. Also von der Seite wird die Schere sicher in der Zukunft etwas zugehen, ja. Und den Männern würde ich nur zurufen, die beiden noch wahr sind, ja, und so, lassen Sie uns mehr zum Arzt gehen, ja, so, dann können wir die Schere von der Seite auch verschließen. Aber das sind die beiden Hauptfaktoren, weswegen also dieses auseinandergeht. Gut, wir sind also jetzt erst nochmal angekommen in der großen Menge, in der Gemeinschaft. Aber diese beiden Aspekte, mit denen werde ich heute Abend immer wieder Sie im Vortrag auch in Schwingung versuchen zu bringen. Was bedeutet es für den Einzelnen? So sitzen Sie ja auch da. Aber was ist auch darin für eine Gesetzmäßigkeit, die vielleicht dann auch für übergreifende Themen, für die Politik, für die Gesellschaft wichtig ist? So, jetzt war das erstmal ein Anstoß in die Richtung, welche Gruppe von Menschen haben wir vor uns, wie sind sie benannt, wie stellt sich das in Zahlen dar. Jetzt müssen wir nochmal zu unserem Abendtitel Altersmedizin. Wenn ich jetzt Altersmedizin hier sage, dann ist das heute oftmals gleichgesetzt mit Geriatrie. Also Geriatrie ist der Fachbegriff in den letzten Jahren, der als eine Fachgruppe in der Medizin, eine Fachrichtung sich heraus entwickelt hat. Und wenn ich jetzt heute Abend aus Versehen ab und zu Geriatrie sage, dann meine ich damit Altersmedizin, das ist letztlich für gleichgesetzt. Die Definition, und die würde ich Ihnen gerne vorlesen, weil da fängt es jetzt an, diese Erweiterung, diese Herausforderung, dass die Medizin sich da ein neues Fach in den letzten Jahren geschafft hat, was eben dann auch ganzheitlich in sich trägt. Sie ist von der Europäischen Union, genau genommen von der Geriatrischen Medizinischen Gesellschaft der Europäischen Union, diese hat sich 2007 zu einer Definition einigen können. Das heißt, die Landesgesellschaften haben erst 2007, also diese Art von Medizin ist noch relativ neu, ja, und so, erst 2007 auf eine Definition geeinigt in einer Tagung auf Malta, und diese würde ich Ihnen jetzt gerne einmal vorlesen. Geriatrie,
ist die medizinische Spezialdisziplin, die sich mit den körperlichen, geistigen, funktionalen und sozialen Aspekten in der Versorgung von akuten und chronischen Krankheiten, der Rehabilitation und Prävention alter Patienten und Patientinnen sowie deren speziellen Situation am Lebensende befasst. Das ist ziemlich komplex. Ich betone es nochmal. Körperlich, geistige, funktionale und soziale Aspekte, das ist ganzheitlich, das ist breit, ja, in Akutkrankheitssituationen und chronischen Krankheiten und mit der Prävention und der Rehabilitation, aber auch das Lebensende im Auge hat. Und das als ein Spezialistentum zu bezeichnen, also nicht als ein generelles, ja, oder eine Grundausbildung, sondern eben ein Spezialist. Damit haben Sie was in dem Titel für den Abend, das finde ich schon, die Herausforderung und die Türöffnung, die darin ist. Ja? Weil in den letzten Jahren, Jahrzehnten war die Medizin so, dass es immer spezieller wurde. Also Sie bräuchten heute nicht einen Internisten, Sie brauchen einen Kardiologen und bald brauchen wir für den Kardiologen einen Gerinnungsspezialisten, der all die Medikamente, die wir da applizieren sollen, nach den neuesten Leitlinien auch noch vorankommt. Das wird eigentlich in diese Richtung. Jetzt haben wir ein Feld, ein medizinisches Feld, was sich neu auftut, was diesen Generalanspruch hat. Also wir haben da den ganzheitlichen Einsatz, besonders finde ich herausragend, das geistige Aspekt. Ich weiß nicht, was die Autoren darunter genau verstanden haben, aber wir werden nachher dann einiges vielleicht noch dazu entdecken, geistige Aspekte. Ja, so. Und dann ist eben das Phänomen, was ich eben schon angedeutet habe, es ist ein Querschnittsfach. Es gibt noch ein zweites in Deutschland, die Pädiatrie. Die Kinderheilkunde hat eigentlich auch den Anspruch, da gibt es jetzt auch schon Unterdifferenzierungen, aber eigentlich ist die Kinderheilkunde ein Querschnittsfach, was eben akute und auch chronische Krankheiten der Kinder behandelt. Und so ist es eben in der Geriatrie auch. Und das Besondere finde ich eben, es ist ein Längsschnittfach. Also diesen Begriff gibt es nicht, Querschnittfach gibt, aber Längsschnitt habe ich jetzt mehr oder weniger dazugestellt, weil es eben von der Prävention in die Krankheit hinein den Blick hat, dann wiederum durch die Krankheit ist sie akut ins Chronische, wenn sie da hineinfällt, und dann aber auch die Schere, kann jetzt etwas in die Rehabilitation gehen oder muss es in die Palliation, also in die letzte Lebensphase übergeleitet werden. Und wenn ich in die Reihen schaue, der Pflegenden, die von der Station auch da sind, werden Sie merken, dass das ständig ineinander verwoben ist. Man macht bei allen Patienten noch Prävention an den Atemwegen, muss sich aber um die akute Wunde kümmern, um die chronische Erkrankung des Diabetes eben schnell anzugucken, um mit dem Arzt in der Visite zu sprechen, wird das noch was? Kriegen wir den wieder nach Hause? Oder müssen wir doch schon langsam aufs Pflegeheim schauen oder noch schlimmer für den Patienten da ihm mitteilen, dass das jetzt schon der Beginn des Sterbens. Das ist ein ganz normales Geschehen, ja. Ich rede jetzt von nicht einem besonderen Patienten, sondern ich rede von mindestens 5, die wir jetzt gerade von den 23, die heute da waren, auf der Station liegen haben, ja, wo wir solche Dinge ständig bedenken müssen. Ein hoher Anspruch, ja. Wie kann man jetzt in den Krankheitsverständnissen dieser Medizin, ich stelle jetzt dann eben die konventionelle Medizin, wie sie eigentlich in den kleineren Spezialfällen heute gedacht wird, ein bisschen gegen diese geriatrische Medizin oder daneben, wie kann das sein? So konventionell, wie läuft es da? Wenn Sie als Patient zu einem Arzt gehen, dann haben Sie eine Beschwerde. Sie haben ein Symptom meistens, ja? Magendrücken, Rückenschmerzen, wie wir es vorhin hatten. Sie gehen zu Ihrem Arzt und der guckt Sie mal an, wenn es jetzt der Hausarzt ist, der ist Lotse, der sich fühlt, kennt Sie auch und versucht erstmal rauszukriegen, in welche Schublade ist das jetzt. Ist das jetzt etwas Seelisches, einfach überarbeiten, ein bisschen entspannen, im Urlaub fahren, oder ist es was Psychiatrisches? Ist es was Seelisches? Gehen Sie zu dem Pharmazeuten, ist es was Psychiatrisches oder in diese Organrichtung? Ist es was Körperliches? Dann muss jetzt der Organbezug hergestellt werden. Weil der Hausarzt muss feststellen, wenn die jetzt das hier im Darm hat, ja, oder ist das etwas, was vom Herz da ausschaut? Dann müssen Sie zum Kardiologen. Oder ist es mit der Atmung, dann gehen Sie zum Lungenfach.
Arzt. Ja. Wenn Sie dann bei dem angekommen sind, gehen wir jetzt mal davon aus, es wäre jetzt der Kardiologe gewesen, dann muss der Kardiologe entscheiden, ist das jetzt eine Beschwerde am Herzen, die vom Reizleitungssystem kommt, Rhythmusstörung macht, oder sind es mehr die Gefäße außenrum, dass es eine Durchblutungsstörung ist, ist es der Herzmuskel, der ausgeleitet ist, oder sind die Klappen kaputt. Wir sind also noch eine Etage kleiner. Und wenn das dann an Diagnostik festgelegt ist, dann kommt es zur Diagnose und dann kommt die Therapie, dieser die Intervention. Sie kriegen eine frische Klappe, Sie kriegen einen Stent eingesetzt, Sie kriegen die richtigen Medikamente in der Hand. Sie sehen also der Blick von dem Symptom aus, ja, Sie haben sich erstmal ganz krank gefühlt, ja, und so, ist in die Richtung, immer kleine Ausschnitte zu bilden und dann zu sagen, so, da setzen wir bei der Medizin an. Ja. Das passiert auch in der Altersmedizin. Also ganz viele Patienten gehen von einem zu dem anderen Arzt und wir werden nachher bei den Fragen der Medikamente noch dazukommen, ja, und holen sich diese Art von Medizin ab, weil sie eben angeboten ist, so ist unsere Medizin, ja, und haben dann diesen Blick. Der Geriater, der Altersmediziner, versucht das anders zu machen. Als erstes hat er ein Rätsel zu lösen und das ist gar nicht leicht. Ja? Weil wenn der Patient mit einer Beschwerde zu ihm kommt, dann hat er vielleicht auch die Frage, ist das mehr seelischer oder körperlicher Anteil, aber er hat erstmal zu klären, ist das normal? Ist das ein normaler Alterungsprozess? Habe ich überhaupt Krankheit vor mir? Ja? Oder ist das jetzt, so darf es sein, ja? Es gibt einen Begriff ja in der Geriatrie, aus dem Amerikanischen übergenommen, am besten übersetzt ist Frailty dann mit Gebrechlichkeit, wo einfach im Alter es sein darf, dass man auf Einflüsse von außen dann mit Hinfälligkeit reagiert, dass man gebrechlicher ist. Das ist aber ein gesunder, normaler Alterungsprozess und ist keine Krankheit. Und ich ahne, ja, wenn ich so in die Runde schaue, vielleicht der eine oder andere weiß es selbst aus seiner Familie oder der eine oder andere Arzt aus seiner Praxis, wie oft vielleicht etwas, was gar keine Krankheit ist, doch zum Arzt führt, weil die Not jetzt ins erlebte Altern zu kommen, damit Krankheit verwechselt wird und dass man das dann erst einmal korrigieren muss. Aber es ist auch so, dass der Arzt also jetzt nicht nur, wenn er den Patienten befragt, sondern auch, wenn er einzelne Befunde von ihm erhebt, dann aufpassen muss, dass er nicht in eine Fehlinterpretation reingeht. Ich nenne jetzt nur kurz zwei Werte. Zum Beispiel die Blutsenkung, oft eben in den Praxen schnell gemacht, weil man die selber machen kann, muss nichts verschieben, ja, hat in dem Alter völlig andere Normwerte, wie das im jüngeren Alter so ist. Nierenwerte werden heute nicht mehr gerne mit den klassischen Nierenwerten, wie wir sie früher hatten, mit dem Kreatinin angegeben, weil wir wissen, dass altersbezogen eigentlich diese Werte nicht mehr stimmen. Das hängt damit zusammen, dass der Muskelanteil bei den alten Menschen einfach anders ist und dass die Werte dann nicht mehr der Norm stabil sind. Sie müssen also altersbezogen eine Rate errechnen und in der Klinik wird heute nur noch mit GFR, also glomerulärer Filtrationsrate, gesprochen. Kreatininwerte sind eigentlich obsolet, ja, weil wir es altersbezogen machen müssen. Das heißt also, selbst wenn es jetzt nicht nur der Eindruck ist, sondern Sie haben einen Wert, ja, kann es immer noch nur eine normale Veränderung des Alters sein und stellt noch keine Krankheit. Entscheiden wir uns jetzt aber geriatrisch, altersmedizinisch, dass es eine Krankheit ist, dann interessiert uns eigentlich die Gesamtklinik. Also in der Geriatrie werden Syndrome erfasst. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, aber es sind also die Zusammenhänge. Die großen I's, so werden sie immer genannt, der Geriatrie, sind also nicht jetzt einzelne Symptome wie da ein Schmerz oder da ein Druckgefühl, sondern es ist eben die Immobilität, die Instabilität, die Inkontinenz, die Irritabilität, die Isolation, Immundefizite. Das sind die Sachen. Sie werden, das sind immer große Problemkreise. Und mit was kommen denn die Patienten am häufigsten? Das sind dann Gangstörungen, das sind Stürze, das sind Verwirrtheitszustände, das sind Mangelernährung, das ist Depression, das sind Intoxikation von Medikamenten, die nicht rechtzeitig abgesetzt werden. Das sind immer komplexe Bilder. Das ist nicht eine Fragestellung, Herr Doktor, mir tut es da weh oder da ist es, ja, so, sondern Sie haben immer ein ganzes Syndrom, ein Meer von Symptomen, was einen Komplex darstellt. Und das ist das, mit dem die Geriatrie konfrontiert ist. Und deswegen muss sie mehrschichtig arbeiten, weil man ohne ganzheitlichen Ansatz ja an so etwas gar nicht herantreten kann. Und da liegt sozusagen die Türöffnung darin, weil wenn Sie etwas vor sich haben, wo auch die konventionelle Medizin gar keine andere Chance hat,
als verschiedene Ebenen zu öffnen, dann muss sie das tun. Das tut sie eben auch. Das heißt also, diese Defizite werden jetzt schon mal angeschaut, was ist davon rein somatisch. Natürlich muss es dann auch um die organische Diagnostik gehen, aber was ist davon funktionell, wo jetzt uns es gar nicht so darum geht, diese Gangstörung in allen Teilen gut verstehen zu können. Da ist vielleicht ein Teil Wirbelsäule, ein Teil Polyneuropathie der Beine, ein Teil davon ist Muskelabbau. Aber können Sie das quantifizieren? 30% Wirbelsäule, 20% Polyneuropathie, das geht ja gar nicht. Ja? Also es ist eine Gangstörung, man guckt, ob man an irgendeinem Organ eine Hauptursache hat, die man verbessern kann, aber es geht hauptsächlich darum, eigentlich diesen Gang zu verbessern. Es ist ein anderer Angang. Also die Defizite werden in Syndrome erfasst und jetzt ist es so, dass der Geriater, es gibt ja gar nicht bis jetzt so viele niedergelassene Geriater. Ich glaube, es gibt viele Hausärzte, die die Bewegung der Zeit erkennen und sich geriatrisch weiterbilden. Aber noch sind, glaube ich, die Kliniken, die geriatrischen Stationen. Mittlerweile haben wir etwas über 4.700 Betten in Deutschland, die in den letzten Jahren in den Krankenhäusern für geriatrische Patienten eingerichtet wurden. Die beschäftigen sich jetzt mit diesen. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, was wir da machen, dann merken Sie, dass jetzt die verschiedenen Ebenen, die ich angedeutet habe, konkreter werden. Und das ist wiederum etwas Angenehmes. Ich komme aus der anthroposophischen Medizin und wir haben oftmals mit ganzheitlichen Aspekten auf den Menschen geschaut. Dann sind die Therapeuten anders geschult als die Pflegenden, die Ärzte wieder. Man braucht sicher ein paar Jahre Zusammenarbeit, bis ganzheitlich irgendwie kommunizierbar ist. Die Geriater machen das ganz klar. Die haben ihre Assessments, ja, haben für alles irgendwelche Scores, die sie erheben, und die sind aber kommunizierbar. Das hört sich erstmal sehr, sehr seltsam an, aber wenn sie damit umgehen, ist es ein großer Vorteil, weil das schafft eine Einheitlichkeit und eine Kommunizierbarkeit, wie man so ein komplexes Problem, wenn da jemand kommt und 3, 4 von diesen verschiedenen Syndromen jetzt hat, wie sie den irgendwie erfasst bekommen. Ja, so, das muss ja irgendwie mitteilbar auch sein. Und das fängt eben an, dass der Hausarzt erstmal die Einweisung schreibt und sagt, das und das habe ich als Beschwerde. Wenn er jetzt zu uns auf die Station in die Frühreha schickt, fordern wir ihn schon einen Tick mehr ab und sagen, er muss doch einen Bartel-Index ausführen. Der Bartel-Index ist Ende des letzten Jahrhunderts entwickelt worden und ist eine Erfassung, da werden Punkte vergeben, bis zu 100 Stück, wo jetzt die funktionellen Fähigkeiten des Alltags erfasst werden. Kann der aufstehen? Kann der laufen? Kann der essen? Kann der sich waschen? Ja, so. Kann er den Stuhl halten? Kann er die Blase halten? Ja, so. Diese Sachen werden erfasst, ja, und Sie können das hat sich bewährt über Jahrzehnte jetzt mittlerweile, fast 2 Jahrzehnte, Sie können damit eine Abbildung machen und sagen, also dieser Patient ist jetzt gar nicht so krank, ist mittelkrank oder ist schwerkrank. Die ganzen Rehabilitationsangebote, die Kuren, werden danach heute gemessen. Ja? Ob jemand bei uns ins Krankenhaus darf, ob er danach nach einem Schlaganfall in eine Neuroreha geht, ja, die noch Krankenhausniveau hat, oder in ein Sanatorium, wird an diesem Index gemessen, ja, der dieses festlegt. Und was bildet er ab? Tägliche Funktionen. Also ich rede jetzt nicht von einem Blutwert oder von einem Echobefund, ja, oder von einem EKG-Streifen oder von einem Röntgenbild, ja, was sonst die Operationsindikatoren sind, sondern von einem, wo der Tag gemessen wird. Der Alltag wird gemessen und daran festgelegt, dieser Patient hat Therapieanspruch, ja, der darf jetzt behandelt werden. Ne? Hört sich von dem Score erstmal seltsam an, aber ist eigentlich ja revolutionär, ja, dass man die Alltagstauglichkeit misst und das als einen Auslöser für Therapie wieder hat. Gut, das ist nämlich das Einzige, damit wäre es einfach, ja, sondern jetzt wird gemessen bei dem Patienten ein Sozialassessment. Das heißt, man kriecht jetzt hinein und möchte nicht nur wissen, wie wohnt er, sondern eine Übergabe bei uns auf der Station, morgen früh passiert es wieder, hat so etwas drin wie, hat die und die Verwandten, wohnt im Erdgeschoss, hat 5 Stufen zu überwinden, hat schon Hilfsmittel daheim, hat einen Pflegedienst oder nicht, ja, so, ist verwitwet seit 3 oder 5 Jahren, hat Kinder, die in der Stadt wohnen oder nicht. Ja, das gehört in eine Anamnese hinein. Das wird morgen früh für die Patienten, die 2, die heute gekommen sind, ja, dem gesamten Team mitgeteilt, damit alle wissen, in welchem sozialen Kontext ist dieser Patient, der bei uns gestern ins Krankenhaus gekommen ist. Das habe ich früher in anderen Fachrichtungen nie erlebt. Ja, so. Gehört dazu, ist gesetzlich gefordert. Ja, so. Sie müssen 5 Punkte am ersten Tag in einer Geriatrie erfassen, sonst sagt die Krankenkasse, können Sie vergessen, wird nicht gezahlt. Ja, so.
Als nächstes wird dann die Therapeuten hingeschickt und der Bartelindex wird von der Pflege nochmal aufgegriffen. Die Therapeuten machen jetzt Performance-Testungen. Hört sich auch toll an, ja. Und was heißt das? Man schaut, ob der Patient gehen kann. Das ist aber auch wiederum standardisiert, gibt es verschiedene, was man messen kann, wie schnell er vom Stuhl aufstehen kann. Wir machen eben eine Time-Up-and-Go-Testung, wo jemand vom Stuhl aufsteht, ohne Lehne, dann ein paar Meter gehen muss, umdreht, sich wieder hinsetzt und die Zeit wird drin genommen. Aber dieses kann der freihändig aufstehen, kann er diese Strecke, kann er wenden, zurück, ja, gibt eine Aussage. Unterschreitet dann mal eine Zeit, ist alles gut, ist er drüber, ist er schon sturzgefährdet, ja, und man muss sagen, oh, aufgepasst, ja, und man kann damit gut abbilden, kann das ein Patient am Anfang, kann das mit welchen Hilfsmitteln, kann das mit dem Rollator, kann das mit einem Gehstock, ja, oder nicht, das wird erfasst. Das heißt also, wir erfassen, wie geht der Patient. Jetzt ist es Gehen, Sie merken schon, da kommt was Neues rein. Ja. Dann kommen die nächsten Therapeuten und das sind die Logopäden und gucken, wie spricht der, wie schluckt der. Sprache und Reden ist ganz nah beieinander. Das heißt also, es wird das Sprechen des Patienten aufgenommen und dann kommt noch eine Therapiegruppe, das sind die Ergotherapeuten und die machen dann für die kognitive und emotionale Gesundheit Tests. Die machen einen Depressionstest, geriatrische Depressionsskala. Die machen einen Mini-Mental-Test, ja, kognitive Leistung. Also es werden bei den Patienten die sozialen Zusammenhänge, die Tauglichkeit im Alltag, die Frage, wie weit kann ich gehen und stehen, wie weit bin ich emotional im Lot, was kann ich kognitiv leisten. Also ich glaube, wenn Sie jetzt hier einen anthroposophischen Vortrag hätten, werden jetzt die Wesensglieder angeschrieben oder etwas in die Richtung, ja, hätten Sie diese eben auch. Und das ist die gesetzliche Vorlage, die einer Geriatrie abverlangt wird, die abzubilden ist, die von dem medizinischen Dienst kontrolliert wird, ob wir das machen. Das ist ein ganzheitlicher Ansatz, der von dem Gesetzgeber in unsere Medizin hineingeschoben wird. Wir erleben es oftmals vielleicht nicht unter dem Ansatz, ja. Wir sind sehr genervt, wenn wir die ganzen Tests machen müssen und kontrolliert werden vom Gesetzgeber, ob wir einen vergessen haben. Aber es ist erstmal beeindruckend. Weil Sie könnten jetzt anthroposophisch gucken, welche Gestik drin. Wir erfassen Phänomene. Ja, so. Wir versuchen daraus Syndrome abzuleiten, die einen Überblick bringen. Wir können das jetzt in unsere Dreigliederung, in unsere Viergliederung hineinnehmen. Also letztlich ein Feld, wo man sagen kann, da tut sich ein Zugang anthroposophischer Möglichkeiten, ganzheitlicher Möglichkeiten auf in einem gewollten Feld, was wir eigentlich aus unserer Richtung erst einmal wirklich erobern könnten. Es geht da um den Menschen in seinen verschiedenen Dimensionen. Gut, wir kommen zum Therapieansatz. Der Therapieansatz ist dann eben so, dass er auch etwas anders gelagert ist, als das, was ich davor gesagt habe. Bei der konventionellen Medizin, die dann in die einzelnen Bereiche die Diagnostik heruntergebrochen hat, ja, bis das Gefäß erkannt ist, bis der Stoffwechsel in seiner Entgleitung auch definiert ist, der geht jetzt auf eine Befundbesserung. Und die Befundbesserung in der Intervention heißt wirklich, das will ich jetzt besser machen. Das heißt, ich gucke, dass die Durchblutung da besser ist und der Herzauswurf besser. Dass der Blutdruck angepasst wird, der Blutzucker verändert wird. Das heißt, Sie intervenieren mit irgendeiner Untersuchung, Therapie durch Katheter, Schrittmacher oder medikamentös und vermessen das auch an den Befund. Anders, ja, in der Altersmedizin, da ist es so, Sie haben jetzt diese ganzen Assessments und Sie haben verschiedene Menschen, die da sind. Sie müssen jetzt sich zusammensetzen. Es gibt eine Teambesprechung jede Woche, alle Berufsgruppen anwesend und es wird ein Konzept entwickelt. Ein Konzept, was zum Ziel hat, die Syndrome aufzuheben. Da geht es um Anheben der Lebensqualität. Das ist das Ziel, ja. Ist er wieder alltagstauglicher? Es geht nicht darum, ja, einen Befund, am Schluss wird wieder mit den gleichen Alltagsskalen gemessen, ja, die dann auch besser sein müssen. Also, die Frage ist, oder beziehungsweise der Tatbestand ist, anstelle von Intervention und einzelner Befundmessung entsteht ein Konzept und es wird Lebensqualität produziert und am Schluss gemessen. Finde ich. Und wie gesagt, wir reden bis jetzt immer noch über die Seite der konventionellen Medizin.
Jetzt bin ich in der letzten Woche von einer Freundin darauf hingewiesen worden, dass es einen Artikel auch gab, wo nochmal die Frage der Polypharmazie auch sehr betont war. Wenn ich jetzt eben provozierend gesagt habe, wir haben es bei den Menschen, bei den älteren Menschen eben auch im Senium zu tun, dass diese konventionelle Medizin für sie ein Fluch ist, weil sie von Arzt zu Arzt gehen, dann kommt es oftmals dazu, dass Medikament nach Medikament eingesammelt wird und die Frage ist, wie geht man damit um. Dieser Artikel hat da in diese Richtung auch ein Feld angesprochen, was vollkommen richtig ist. Und insofern, ich versuche trotzdem in der Gesamtzeit zu bleiben, habe ich mir jetzt doch vorgenommen, einmal zu dieser Polypharmazie etwas zu sagen. Polypharmazie wird definiert, wenn ein Mensch mehr als 5 Medikamente zu sich nimmt. Das ist bei den Patienten, die wir in den letzten Wochen aufgenommen haben, immer der Fall. Ich hatte eine Patientin, ich habe jetzt extra darauf geachtet im Rahmen der Vorbereitung, ich habe eine zweite Station der letzten Woche begleiten dürfen, die kam mit einem Medikament. Die kam mit einem Medikament. Bis auf die Notaufnahme hat sie es geschafft. Ja, so. Da hatte sie nur ein Schilddrüsenmedikament. Ja. Auf der Notaufnahme hat sie ein Schmerzmittel, einen Magenschutz, Heparin bekommen, Vitamin D, Calcium. Ja, dann war sie bei den 5 Medikamenten. Also bis sie auf die Station ankommen, hatten wir es geschafft, ja, so, dass die Polypharmazie wieder hergestellt war. Im Schnitt sind die Patienten in den letzten Wochen bei uns zwischen 8 und 12 Medikamente. Diese Substanzen, die sie bekommen. Aber entschuldigen Sie, der Hausarzt ist verpflichtet zu kontrollieren, gerade bei älteren Menschen. Genau, das ist so, ja. Es ist so traurig, nicht, wenn man das hört. Er ist verpflichtet. Und wenn man das sagt, ich hatte einen Schlaganfall, ich habe gesagt, ich nehme so und so viel Medikamente, ich möchte die und die absetzen. Da ist mir gesagt worden, wieso, das hat das Krankenhaus festgelegt. Genau. Also das Krankenhaus ist weiterhin so, wie ich eben schon angedeutet habe, ja, dass wir meistens mehr Medikamente ansetzen, als abgesetzt werden. Auch da behaupte ich mal, ist die Geriatrie ein neues Fach, wo wirklich auch mal konzentriert wird und Dinge abgesetzt werden. Es gibt noch eine zweite, die Palliativmedizin, da hat es natürlich dann andere Gründe. Der Hausarzt, um die Kollegen da in Schutz zu nehmen, ist... Das ist ein Anthroposoph. Auch das noch, ja. Auch anthroposophische Hausärzte sind in der Frage gefordert bis überfordert. Sie glauben nicht, ich habe vorhin so ein Feld gesagt, wie zum Beispiel die gerinnungsverändernden Substanzen. Aspirin ist das, was die meisten kennen, Marcumar hat man auch mal gehört. Mhm. Da gibt es momentan neue Generationen, Typen, die aus dem Boden sprießen, Kombinationen von einzelnen Medikamenten. Und wenn Sie bei uns, mache ich ab und zu den Kardiologenchef, der sich jetzt wirklich damit auskennen müsste, ja, anrufe und sage, für den speziellen Fall, Stan vor 3 Monaten plus Vorhofflimmern jetzt, ja, so, und noch eine Lungenembolie vor 2 Jahren, was muss ich machen? Kann der es mir nicht mehr sagen. Ja, so. Die Hausärzte, der Herzspezialist konnte Ihnen keine Auskunft geben. Konnte mir keine Auskunft geben, weil es unterschiedliche Leitlinien gibt, die da so überlappend Aussagen zu machen, dass es keine Untersuchungen gibt bei den verschiedenen Aspekten, was ist wirklich die richtige Kombination. Und deswegen ein Hausarzt, der viele Felder betreuen muss, kann in solchen Spezialfragen oftmals ja, nicht mehr solche Entscheidungen treffen, was... geht ja, aber der muss ja zum Spezialisten überwiesen werden. Genau. Und der muss es ja wenigstens können. Es ist ein dieser Teufelskreislauf, der sich darauf tut. Auf der einen Seite hat der Hausarzt natürlich für den Patienten, glaube ich, die beste Kenntnis. Er kennt ihn am längsten, er kennt ihn genau und kann solche Risiken, wie sturzgefährdet ist, was für Gründe gibt es auch, ein Medikament abzusetzen, gut einschätzen. Also der Anspruch der Patienten ist oftmals, dass sie die beste Medizin haben und das wissenschaftliche Neue auch haben wollen. Sie lassen sich dann von einem Spezialisten zum nächsten weiterreichen und diese Spezialisten haben heute wirklich gut wissenschaftlich durchgearbeitete Leitlinien. Das, was ich Ihnen jetzt als Leitlinie sage, ist für die Berufsrichtung eine verbindliche Richtlinie, wie sie ihre Medizin auslegen sollen, auf breiten wissenschaftlichen Basen. Dahinter ist oftmals, muss man wirklich sagen, die Pharmaindustrie sehr interessiert, diese Studien auch an den Laden springen, muss man ganz ehrlich sagen, aber das ist die Grundlage, auf der dann diese Spezialisten
ersten Handlung. Und wenn Sie dann eben zum Kardiologen gehen, ja, und dort eine spezielle Erkrankung, Herzdurchblutungsstörung haben, dann bekommen Sie nicht ein Medikament, sondern diese Leitlinie spuckt ein Paket aus. Ja, so. Da haben Sie mehrere Medikamente, von Fettsenker über Blutverdünner bis hin zu Medikamente, die dann Blutdruck und Herzmuskel beeinflussen sollen. Und das muss er eigentlich auch machen. Dann gehen Sie zum nächsten Arzt und er stellt fest, dass Sie einen latenten Blutzug haben. Der muss noch nicht mit Insulin behandelt werden, aber Tabletten würden schon gut sein. Dann kommen die nächsten dazu und summiert sich das auf. Es gibt nicht mehr einzelne Medikamente, sondern es gibt Pakete. Wie gesagt, die sind untereinander auch nicht studienmäßig miteinander verknüpft untersucht. Dann summiert sich das auf. Und zu wem wollen Sie jetzt von dem gehen? Zum Hausarzt. Genau, so. Und der Hausarzt müsste dann in der Zukunft, ja, nach meiner Meinung, ein gut ausgebildeter Altersmediziner sein, genau, der jetzt sagen kann, da wollen wir ja mit dem Vortrag, ja, dass er das abschätzen kann und sagen kann, ja, so, an der Stelle rudere ich jetzt auch zurück. Aber momentan macht es ihm die Medizin noch schwer, weil er eigentlich an diese Leitlinien auch gebunden ist. Ja? Und wir müssen geriatrisch dahin kommen, dass wir so stark werden, dass diese Ganzheit, ja, eben so betont wird, dass wir sagen können, und jetzt ist es da. Da gibt es erste Bewegungen. Zum Beispiel, dass im Alter der Blutzucker nicht mehr so hoch oder so straff eingestellt werden soll. Dass viel höhere Werte als früher akzeptiert wird. Dass eher die Unterzuckerung eine große Gefahr ist. Ja, und dass man deswegen Dinge auch weglassen darf. Ja, es müsste Fachspezialisten, was sie jetzt auch sind, für alte Menschen geben. Genauso wie es für Kinder speziell, ja, auch war. Das sind ja die Geriater, die eben, ja, jetzt entstehen. Lassen Sie aber noch einmal durch den Gang weiter, wir steigen schon in die Diskussion ein. Ich habe noch zwei Gedankengänge, die ich Ihnen zu Ende bringen will und dann sind wir auch da. Jetzt sind wir erstmal nochmal bei der Polypharmakologie. Ich habe Ihnen also schon die Hauptgründe gesagt, wie es zu diesem Auflisten kommt. Das eine ist jetzt wirklich das Arzthopping, was teilweise von den Patienten aktiv betrieben wird, aber auch von den Ärzten mit befeuert wird, indem man eben dann an den Spezialisten weiterverweist. Es ist die fehlende Abstimmung, dass nicht untereinander kommuniziert wird. Wenn wir das jetzt für diese Fachrichtung ansetzen, dann können wir das andere weglassen. Wenn der Rheumatologe sagt, ich muss jetzt Cortison für den gesamten Leib geben, dann kann der Lungenfacharzt eigentlich sein Cortisonspray vorübergehend pausieren. Ja, so, da könnte eine Abstimmung stattfinden, um ein Beispiel zu machen. Und es sind diese Leitlinien, die dann Pakete hervorrufen. Aber es ist noch viel komplexer. Im Alter haben Sie medizinisch auch Veränderungen zu berücksichtigen, was die Medikation angeht. Also die Frage der Pharmazie ist nicht nur die Polypharmazie. Muss ich von dem Medikament noch morgens und abends eine nehmen? Oder ist es nicht jetzt dran, halbe davon zu nehmen oder eine abzusetzen? Warum? Im Alter nimmt der Anteil im Körper des Fetts zu, das Wasser nimmt ab, das Blutvolumen nimmt ab. Das heißt also, die Verteilung des Medikaments aufs Blut wird konzentrierter, die Nierenfunktion nimmt ab, die Regulation des Wasser- und Elektrolythaushalts wird träger. Oftmals beim Hausarzt daran zu merken, dass das Durstgefühl der Patienten deutlich absinkt, weil wenn das Wasser im Körper niedrig ist, müssten die eigentlich Durst haben und trinken wollen. Das wollen sie aber nicht. Das ist immer ein Zeichen dafür, Achtung, da passiert jetzt etwas in Bewegung zu kommen. Das Körpergewicht nimmt ab, also nicht nur der Wasseranteil, sondern insgesamt das Gewicht. Wären alles Faktoren, um zu sagen, die Medikamente, die ich lange genommen habe, setzt man jetzt nach unten. Aber es gibt viele Patienten, das kann ich Ihnen sagen, die sagen, das nehme ich schon seit 30 Jahren. Das lassen wir bitte so. Ja, so. Und wir müssen echt ringen und klopfen und sagen, nee, es hat sich jetzt was verändert, wir machen jetzt mal die Hälfte. Ja, so. Also ist auch nicht ganz einfach. Und Sie dürfen nicht vergessen, dass viele von den Patienten in der eigenen Compliance sind. Das heißt, sie nehmen diese Medikamente selbst, ja, so, haben aber doch mit dem Sehen ziemliche Probleme, haben auch mit dem Gedächtnis teilweise Probleme. Das heißt also, wenn man vieles anbietet, können auch viele Fehler, ja, dann einschließen, die dann auch bei den eingeschränkten Sinnesfähigkeiten da sein können. Es kommt noch ein Problem dazu. Das liegt dann an der Frage, wie wir auch von unserer ärztlichen Ansage Medikamente einsetzen. Es gibt nämlich falsche Applikationsformen, also wo dann letztlich man sagen kann, gut, diese Diagnose stimmt jetzt und jetzt müssen wir es machen, aber es kann dem Patienten nicht vermittelt werden, weil entweder es nicht gewusst wird oder weil es der Patient nicht macht. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, ja.
Parkinson-Mittel, das Wesentliche, ist ein L-Dopamin-Präparat, ist eine Aminosäure, ja, ist eine Aminosäure, das ist ein Teil eines Proteins. Ja. Wenn Sie das mit einer Mahlzeit einnehmen, wo auch Proteine dabei sind, und bei uns sind fast bei jeder Mahlzeit Proteine dabei, dann konkurriert es in einem ganz kleinen Teil vom Dünndarm, im Duodenum, ja, um diese Aufnahme. Das geht aber nicht, wenn da Proteine mit dabei sind. Ja. Das heißt, Sie müssen Parkinson-Mittel, dieses L-Dopa, unbedingt vor der Mahlzeit nehmen, und zwar wirklich relevant vor der Mahlzeit nehmen, 2 Stunden, ja, so, damit sie die beste Wirkung haben. Das ist nicht ganz leicht, einen Patienten zu schulen, dass er sein Parkinson-Mittel um 7 nehmen muss, aber erst um 9 frühstücken darf, um 11 sein Mittel nimmt, um 13 Uhr frühestens Mittagessen darf und dann um 15 Uhr, um 17 Uhr, 18 Uhr Abendessen essen. Sonst wirken die Medikamente nicht abschätzbar. Ja, so. Ein Beispiel. Osteoporose, ältere Menschen werden da auf der einen Seite beraten, dass sie viel Kalzium zu sich nehmen sollen, Milchprodukte zu sich nehmen sollen, Vitamin D ist ein zweites, was dazu gegeben wird. Dann gibt es aber eine Osteoporose-Therapie, das sind Biphosphonate, so Tabletten, die man einmal pro Woche nimmt. Ja. Diese Biphosphonate sind Salze, ja, so. Und diese Salze werden nur ganz schlecht aufgenommen, 1-7%, der Rest geht sowieso durch den Darm wieder weg. Und sie werden nicht aufgenommen, wenn sie mit Milch zusammen eingenommen werden. Das heißt also, diese Patienten, die extra darauf geschult sind, viele Milchprodukte, müssen definitiv an diesem Tag, wo sie die Biphosphonate aufnehmen, ihr Kalzium weglassen und dürfen mindestens ja, 2 Stunden keine Milch davor getrunken haben oder danach trinken. Ja. Das muss berücksichtigt werden, sonst funktioniert die Behandlung nicht. Es sind noch andere Beispiele, vielleicht können wir in der Diskussion drüber kommen. Ich nenne jetzt nur die wesentlichen Schlafmittel, die seit langem angesetzt sind, oder Antidepressiva, die im Alter dann einen deutlichen Überhang machen, die Sturzgefahr mehren, weil eben die Körperveränderungen in dem Sinne sind. Medikamente, die parallel gegeben werden, ich nenne jetzt nur 2 Gruppen, oder vielleicht die Fachkundigen unter Ihnen das wissen, Clopidogrel, ein Medikament, was blutverdünnt ist und wenn Aspirin versagt hat, heute eigentlich gerne genommen wird, und dann die Säurehemmer, die Protonenpumpenhemmer. Das eine Medikament wird an der Stelle in der Leber aktiviert, wo das andere entschärft wird. Ja, so. Sehr tricky. Ja, so. Und wenn das eine eingesetzt wird, also wenn man Säureblocker des Magens nimmt, wenn man Clopidogrel nimmt, wird das nicht mehr aktiviert und der Stent geht zu. Ja, so. Häufiger Fehler, der gemacht wird, muss dann rausgenommen werden. Ja, es müssen die Ärzte in die Richtung geschult werden, aber das sind jetzt nur 3-4 Beispiele. Ja. Und ich glaube, man könnte einen Abend allein damit füllen. Das heißt also, diese Polypharmazie hat wiederum verschiedene Gründe und man muss schauen, wie man eigentlich die Ärzte im Detail schult, um zu sagen, was ist für den Einzelnen wichtig, aber auch für denjenigen in einen Überblick, in welchen Lebenszusammenhängen steht er und was ist für ihn dann eigentlich wichtig. Und auch die Seite, ich hatte es vorhin jetzt auch mal, die geistigen Aspekte, also ihn zu fragen, was willst du denn? Ja, so. Sollen wir Medikamente dir jetzt wirklich in einer Menge geben, die in Studien zeigen, dass in 10 Jahren vielleicht die Chance, das und das zu bekommen, um so und so viel Prozent abgewendet wird? Ja, das ist dann eben die Frage. Wobei man muss auch sagen, ich habe das vorhin ausgelassen, wir hatten die Lebenserwartung, ja, wenn heute die Patienten 80 Jahre erreicht haben, dann gilt ja nicht mehr die mittlere Lebenserwartung bezogen auf alle, sondern dann haben sie 80 Jahre erreicht. Und das heißt, ja, ein Mann, der 80 Jahre ist, hat eine mittlere Lebenserwartung von noch 6,8 Jahren, Frauen von fast 9. Das heißt, ja, sie gehen mit diesen Patienten hausärztlich eigentlich um, wie eine Mutter, die gerade ein Kind bekommen hat und sagt, also wir machen jetzt mal Pläne bis zur Einschulung oder bis zur Erstkommunion. Also das ist nicht irgendwie warten auf Godot, ja, so, sondern da muss man konzeptionell noch was tun, ja, so, weil man diese Lebenserwartung noch vor sich hat. Gut. Ich wundere meinen Blick, die Zeit ist jetzt auf 8 Uhr fortgeschritten und will vielleicht den Aspekt, den dann auch ein Verein für erweiterte Heilkunst erwarten darf oder ich vielleicht dann auch für mich erwarte, wenn ich Ihnen dieses Lebensmotiv, sich mit den Menschen zu beschäftigen und meine Biografie auf die Altersmedizin getroffen zu sein, aber doch vielleicht mit dem Anspruch, nochmal auf die Grundphänomene zu deuten und etwas tiefer zu gehen,
Die geistigen Aspekte, die ich vorhin genannt habe, spielen jetzt vielleicht dann auch dann nochmal hinein. Wie kann man das verstehen? Was ist in der Altersmedizin eigentlich darin versteckt und was kann es uns bedeuten? Also wir haben vorhin schon herausgearbeitet, dass diese Symptomenkomplexe, diese Syndrome, sich doch oft um die großen Gesten des Menschseins, wie gehe ich, das Gehen, wie spreche ich, wie denke ich, ja? Darum kreist das oftmals. Und das ist ja auch etwas, was uns Menschen auszeichnet. Also wenn man jetzt sagt, wie finde ich wieder den Menschen, wie finde ich die Menschenwürde in einer Medizin, dann scheint mir das nicht falsch, auf diese Grundphänomene eben zu schauen. Vielleicht kann man, wenn man die beobachtet, an ihnen im Hintergrund andere Inhalte auftauchen sehen. Weil jeder von ihnen weiß ganz genau, ich erkenne den und den an seinem Gang. Ich erkenne ihn an seiner Haltung. Manchmal kann man am Schatten schon erkennen, wer da neben einem steht. Ja? Sie erkennen jemanden an seiner Stimme. Das ist etwas sehr Individuelles. Ja? Oder das ist wieder ein typischer Gedanke von dem und dem. Das heißt also, in diesem Phänomen drücken wir unser Individuum sehr gut aus. In der Kindheit, ja, haben wir jetzt eine Kräftedynamik, was diese Phänomene ausmacht, wo etwas Besonderes zu beobachten ist. Wenn das Kind eigentlich ins Leben hineinstürmt, dann gibt es so eine Art Inkarnationsdruck, dass diese Qualitäten entstehen wollen. Keine Angst, ich wechsle jetzt nicht in die Pädiatrie, aber das brauche ich, um dann eben uns den älteren Menschen und das Reifen in der Mitte darzustellen. Also, es entsteht dieser Druck. Und dann haben Sie das Kind mit seinem Leib, das liegt da auf dem Boden und erwacht langsam in den Sinnen. Und dann sieht es in seinem Umfeld die Familie herumlaufen. Und dann entsteht eine Dynamik, ein Jahr lang, ja, wird geübt, bis man gehen kann. Das passiert nur, wenn Umfeld da ist, wenn Gemeinschaft, wenn Gesellschaft um einen herum ist. Kaspar Hauser versucht, ja, das passiert nicht, wenn man in Isolation ist. Das heißt, als Mensch in Haltung kommen, ja, passiert, indem sich unser Geist am Leib, ja, so inkarniert und daran arbeitet und Gemeinschaft im Umfeld ist. Das geht weiter. Es hört in der Zeit, ja, dass da überall gesprochen wird. Fängt an, in einer Lallsprache das nachzuarbeiten. Irgendwann spricht es dann selbst, ja, und so, aber wieder hat seine Stimme gefunden an dem, was im Umfeld ist. Geist arbeitet am Leib, im Umfeld ist letztlich das Vorbild. Und dann, ja, geht es so weit, dass die Sprache jetzt konkreter wird und das Kind sitzt da, spielt alleine vor sich hin, redet mit sich und irgendwann kommt der Moment, wo es merkt, da ist noch was innen, wenn ich rede, da kommt was innen. Und es entdeckt sein Denken, ja, so, und hat die nächste Stufe des Menschseins gefunden. Aber das passiert in ihm. Und auf was ich hinaus will, ist eben, es ist das Wesen des Kindes. Es ist das Geistige des Menschen, was hier am Leib arbeitet und dann die Gemeinschaft als Vorbild im Umfeld ist. Jetzt sind wir im Senium. Und es ist sehr erstaunlich, weil ich rede hier von, es geht um das Gehen, es geht um das Sprechen, es geht um das Denken. Wenn Sie bei uns über die Station laufen, ja, die Hälfte von den Patienten lernen gerade wieder gehen, weil sie die Hüfte, das Knie operiert bekommen haben oder an der Wirbelsäule. Wir haben das Thema Gehen ganz groß auf dem Thema. Oder sie lernen wieder sprechen und schlucken, weil der Schlaganfall oder etwas ihnen das gerade genommen hat. Ja. Oder sie sind im Delir oder beginnen in einer Demenz und wir müssen gucken, wie wir die Denkleistungen haben. Die gleichen Phänomene. Sie sind am Anfang des Menschseins und Sie haben diese Phänomene und jetzt tauchen die im Alter wieder auf. Ist das wieder das Gleiche? Können wir wieder genauso mit umgehen? Aber jetzt ist es anders. Jetzt hat man den Eindruck, dass wenn es gelungen ist, dieses Leben, dann hat sich dieser Geist, ja, am Leib so weit entwickelt, dass letztlich Sinne entstanden sind. Er ist feinsinnig geworden und dieser reife, ältere Mensch kann Altersweisheit ausströmen. Das heißt, der Geist ist jetzt im Umfeld, ja, und kann das Umfeld befruchten. Es ist auch so, ja, dass wenn es krankhaft ist, ja, im Delir oder Demenz, ist der Geist nicht mehr am Leib. Der ist irgendwo, ja, so, und halluziniert und sieht irgendwelche Bilder. Ja, und so. Das heißt, es hat sich etwas gewandelt. Ja, so. Ist beim Kind Geist am Leib, ist beim älteren Menschen Geist im Umfeld. Und was ist jetzt am Leib? Die Gemeinschaft. Die Angehörigen, die ihn jetzt in den Stand bringen,
die das Sprechen und Essen ersetzen. Die therapeutische Gemeinschaft, ja, und so, die jetzt plötzlich diese Menschenphänomene, ich muss den in den Stand bringen, ich möchte den wieder ins Sprechen bringen, ich bringe dem Denken bei, das macht die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft entdeckt, indem sie mit den Eltern umgeht, diese Tugenden wieder. Beim Kind sorgt das Kind dafür, ja, dass es passiert. Geist am Leib drückt sich hinein, ja, so, und man muss nur Vorbild sein. Aber reicht es uns schon in unserer heutigen Gesellschaft, ja, um anscheinend an der Sache aufzuwachen, dass wir ausreichend Vorbild sein müssen, damit dann ein vollwertiger Mensch entsteht? Ja, es gibt heute viele Richtungen auch bei den Kindern, wo darauf aufmerksam gemacht wird, wenn das nicht mehr richtig macht, wenn die Sprache bei den Eltern nicht mehr in der Form da ist, wenn nicht ordentlich gedacht wird, sondern nur noch der PC das Gegenüber ist, dann gibt es Schäden. Ja, so. Aber ich weiß nicht, wir wachen da langsam drauf. Beim alten Menschen haben wir keine andere Chance. Ob der jetzt in der medizinischen Versorgung ist oder ob der in der häuslichen Versorgung ist, an diesen Themen wird gearbeitet. An dem Gehen, an dem Sprechen, an dem Denken. Und Sie haben jetzt also etwas, wo dieses Wandeln im Leben ganz offenkundig wird. Ich könnte jetzt auch andere Themen nehmen, aber die Zeit ist immer um und natürlich geht es auch um die Inkontinenzen, beide haben Windeln an, ja, so, also insofern. Aber ich glaube, wir lassen es jetzt erstmal bei dem Gehen und bei dem Sprechen, bei dem Denken. Und wenn Sie jetzt also die Frage haben, eine Frage des Vorstands, was kann es denn dann für uns ganz praktisch bedeuten? Ja? Dann frage ich mich, ob wir nur beim Kind und nur beim Kreis, beim älteren Menschen auf diese Phänomene vielleicht sehr polar, also immer in den Polen entsteht sozusagen die Eindeutigkeit, ganz Sommer, ganz Winter. Ja, aber Frühling und Herbst haben ja auch Qualitäten von beiden. Also die Frage ist, ob wir nur an diesen Polen diese Phänomene haben oder ob die auch die ganze Zeit da sind. Ja. Ist es nicht so, dass wir dann uns überlegen müssen, wenn also diese Dinge des Sprechens wichtig sind, was haben wir für eine Sprachkultur? Also müssen wir gleich so weit gehen und sagen, um für die Altersmedizin etwas zu tun, muss man jetzt mehr Logopäden haben. Brauchen wir auch, ja. Aber ist es nicht wichtig, Richtung geht, dass die Gesellschaft älter wird, dann ist für die Gesamtgesellschaft die Frage, wie kultivieren wir zum Beispiel Sprechen und Denken? Wie ist unsere Organpflege in der Leiblichkeit die ganze Zeit? Wie gehen wir mit unserem Gewicht, wie gehen wir mit den einzelnen Ressourcen an Lunge, Herz und so weiter um? Wie trainieren wir, ja, so unseren Gang, unseren Stand, unsere Beweglichkeit? Das ist ein völliger Unterschied, ob Sie eine 90-jährige prima Ballerina remobilisieren müssen, ja, oder jemand, der nie Sport gemacht hat. Da haben Sie zwei völlig unterschiedliche Aufgabenfelder vor sich. Das heißt also, diese Zeit, wo Geist am Leib noch arbeiten kann, geht deutlich auch in die Zeit des Reifens. Ich nenne das jetzt das mittlere Alter, ja, dann hinein. Und dann kommt etwas, wo man sagen kann, so, und jetzt gibt es eigentlich eine Trennung, ja, wo man schauen muss, wie der Einzelne in der Sinnfrage, was sind jetzt meine Menschenqualitäten und wie gehe ich damit um, ja, wie will ich das kultivieren, auf dieses Feld zu gehen, weil mein Geist geht irgendwann ins Umfeld. Vielleicht erst einmal im Guten, indem ich Weisheiten, Ratschläge weitergeben kann, aber dieses Umfeld ist vielleicht noch viel größer zu denken und er hat eine Eigenverantwortung in der Frage, wie gehe ich in dieses hinein? Also aus Geist am Leib wird für mich individuell Geist im Umfeld und dann muss ich aber auch Vorsorge treffen, ich habe das ganz am Anfang gesagt, als die Zahlen da waren, wie gehe ich mit der Frage um, dass mein Leib irgendwann Gemeinschaft braucht? Wie lege ich das an, dass dann auch eine Gemeinschaft um mich herum ist? Ja? Wie gehen wir heute in den Familien damit um? Oder wenn die Familien nicht vorhanden sind, wie treffe ich Vorsorge? Weil das ist ein Grundgesetz, dass am Ende des Lebens dann die Gemeinschaft um den Leib herum steht. Und so kann es letztlich dann aber noch weitergehen, dass wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft, ja, am Erscheinen im Alter erwachen und uns die Frage nach dem Menschsein, nach dem Menschentum stellen und das in diesem Bogen, den ich jetzt versucht habe zu schlagen, was macht die Altersmedizin aus, eben eine viel größere Wandlung, noch ein größerer Türöffner ist als nur ein
Unterschied oder ein Neueingriff in der Art, wie wir unsere Medizin strukturieren, wie wir die Fächer miteinander verknüpfen, wie wir die Kommunikation über Medikamente austauschen. Ja, da kann es ganz konkret werden, aber ich habe den Eindruck, in diesem Phänomen, dass in unserer Gesellschaft jetzt ein Drittel bald dieses repräsentieren wird, hat eine Frage an die Gesellschaft, hat auch eine Ursache in der Gesellschaft. Unsere Medizin bindet an die Erde. Ja, so. Wir lassen die auch dann letztlich in ihren Krankheiten in dieses Alter hineingehen. Wir haben als Gesellschaft verschiedene Aufgaben, die damit verbunden sind und müssen uns also auch die Frage stellen, erwachen wir an den Erscheinungen des Alters wieder für die Frage des Menschseins. Und ähnlich scheint es Herrn Morgenstern gegangen zu sein, der letztlich sein Gedicht nannte Wer bin ich? Das ist der Titel. Lass mich nicht allein, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Sieh, wie über alle Erden Dunkels Ahnung schon voll Schwermut schweigt. Alle trachten nun nach ihren Herden, deren Glut wie Atem sinkt und steigt. O, du Brust, die sich zu mir geneigt, bleibe mein, denn ich will Abend werden. Bleib und lass an dir mich innebleiben, Lebensfeuer, wie es sinkt und steigt, unbeirrt, so tief auch Weltnacht schweigt. Sei mein Herd, der mir noch Heimat zeigt, wann mein Menschentag sich schauernd neigt und die Sonnen an die Himmel schreiben, wer bin ich? Danke. War das mit den Medikamenten ausreichend beantwortet? Ja, man muss selbst als Patient handeln. Also ich glaube, Sie merken, dass der Appell, den Sie stellen, berechtigt ist. Ja? Es berechtigt, dass wir in der Medizin verantwortlicher in dem Austausch, in der Kommunikation, in der Prüfung umgehen müssen. Es ist eigentlich in diesen Fragen, die ich vorhin aufgeworfen habe, folgende Stufen anzuschauen. Erstens, ist eine Indikation, das heißt, also der Grund, ein Medikament zu geben, wirklich gegeben? Ja? Und so, oder ist es bei diesen Patienten, auch vielleicht wegen der Umstände seines Alters, nicht mehr gegeben? Die zweite Sache, die ich jetzt ganz ausgelassen habe, ist, welche Alternativen gibt es dazu? Weil man kann wirklich das ein oder andere Medikament ja wirklich gut ersetzen. Wenn Sie jemandem erklären, wie er trotz eines verlängerten Darms im Alter mit ausreichend Ballaststoffen und Flüssigkeit, die zu sich nimmt, vielleicht noch spezielle Tees, dann können Sie unterschiedliche Laxantien weglassen. Die Freunde sagten, Säureblocker ist bei Hochlagerung des Bettes, wenn Sie hinten einen kleinen Balken einziehen, wenn Sie schauen, dass die Mahlzeiten in kleineren Portionen zu sich genommen werden, immer im Sinn zu sich genommen werden, dass man keine Mahlzeit näher als 3 bis 4 Stunden vor dem Schlafen zu sich nimmt, dass man Englisch isst, ja, die Fette morgens, die Zucker abends, ja, und so, dann können Sie einiges dran finden. Da brauchen Sie eventuell diese Säureblocker nicht. Also die zweite Seite ist, wo sind die Alternativen? Und ich will jetzt nicht anthroposophische Globuli hier nennen, das geht weiter bis in die Schlafmedikamente, wo man wirklich nach Alternativen suchen kann. Ja, und aber dann, was ja passiert, was Sie auch sagten, dass in der Klinik eine Patientin seit 10 oder 15 Jahren dieselben Medikamente nimmt. Erstmal sind sie unwirksam nach einer gewissen Zeit. Und ich meine, dass der Arzt sich da nicht drum kümmert, der behandelnde Arzt. Ja klar, und das ist die nächste Frage, ich war jetzt bei dem dritten Schritt. Sie müssen verantwortungsvoll überwachen, ja, wie die Medikamente weitergenommen werden, wenn sie notwendig sind. Aber, und das ist ja auch dann von unserem Verein ein richtiger Impuls, wo können Sie das noch machen? In einer Kardiologie, trotz Wochenende, liegt ein Patient heute 5 Tage im Schnitt und sieht dabei 3 Stationsärzte. Ja, und so. Wer ist da verantwortlich, dies noch zu machen? Und diese Medizin und diese Art von Politik ist nicht wegen Ärzten entstanden, ja, und so, sondern ist die Gesellschaft, ja, mit ihrer Politik hat diese Art von Gesundheitspolitik sich produziert. Ja, und so. Man muss dann schon schauen, also dann zu sagen, der Arzt hat die Verantwortung,
dieses arme Menschlein, was da eben durchrennt und 40 Patienten zu versorgen hat, soll diese Verantwortung tragen. Ich spiele den Ball zurück, ja, als Gesellschaft, ja, Sie einzeln als Patienten haben die Verantwortung, eigentlich an diesem System einiges in Veränderung zu bringen, damit Sie wieder gut versorgt werden. Ja, also da glaube ich, setzt der größere Hebel an. Natürlich hat der einzelne Arzt immer, ja, diese Verantwortung. Und glauben Sie mir, Ärzte spüren das auch, weil sie eigentlich gefühlt immer mit ihren Off-Label-Entscheidungen etwas anzusetzen, was noch nicht erlaubt ist oder was wegzulassen, ja, so mit einem Fuß strafrechtlich, ja, anklagbar sind und mit dem anderen Fuß berufsrechtlich anklagbar sind. Wir haben sogar zwei Verfahren, die wir angehängt bekommen können bei solchen Sachen, und das wissen die Ärzte letztlich auch. Aber ich glaube, deine Lanze für die Kollegen brechen müssen. Wir haben eine atemberaubende Medizin und brauchen eigentlich Unterstützung von der Gesellschaft, um Arztum wieder sauber leben zu können. Ich wollte mal versuchen, das aus dem Blickpunkt eines niedergelassenen Arztes, der bin ich nämlich, zu versuchen zu illustrieren. Also ich finde, Dr. Kramme das beeindruckend geschildert, wie schwierig und wie komplex das Ganze ist. Erstens, in den ganzen Studien, wenn ein Medikament zugelassen wird, das sind immer Menschen, an denen es ausprobiert wird, so macht man das und das ist auch völlig in Ordnung, die müssen ein bestimmtes Alter haben, sagen wir von 50 bis 75, und die dürfen keine schweren Begleiterkrankungen haben. So sind aber die älteren Menschen nicht. Die sind erstens älter als 75 häufig, zweitens, die haben nicht nur eine Krankheit, die haben mehrere. Das ist das eine. Jede Fachgruppe hat ihre Behandlungsrichtlinien, Leitlinien, hat er ja auch erklärt. Das heißt, bei bestimmten Herzkrankheiten kommen 3 oder 4 Medikamente, dann kommt Diabetes dazu, sind nochmal 2, Osteoporose, zack, 2. Das summiert sich ganz schnell zu 10, 12 Medikamenten. Und das ist wirklich ein echtes Problem. Jedes Mal, jede Sprechstunde wird torpediert von mindestens einem Patienten, der gerade frisch aus der Klinik gekommen ist. Die sollen normalerweise anrufen, dann kriegen sie gesagt, kommen Sie zum Ende der Sprechstunde, kommen Sie um 11:30 und dann machen wir das. Nee, die kommen mit einem Angehörigen und so einer langen Liste und dann muss ich versuchen rauszukriegen, aha, das Krankenhaus hat auch einmal ASS angesetzt. Gibt es überhaupt, also Aspirin, gibt es dazu eine Krankheit, die dazu passt? Also es ist wirklich schwierig. Ja, aber man geht doch mal nach dem Krankenhausbericht. Nein, Krankenhausbericht. Nee, der Krankenhausarzt ist ein Arzt und ich bin auch ein Arzt. Ich bin niedergelassener Allgemeininternist und habe, Entschuldigung, hört sich jetzt total elitär, habe ein Gehirn und mache mir meine eigenen Gedanken. Ich mache nicht automatisch das, was der Krankenhausarzt macht. Ja, sondern all das, was der Krankenhausarzt macht, muss doch irgendwie gut begründet sein. Aber ich glaube, das Problem, das wollte ich eigentlich sagen mit diesem langen Sermon, Entschuldigung, was Dr. Kramm damit auch sagen wollte, ist, es geht nicht um eine bessere Ausbildung, es geht nicht um besseres Spezialistentum, es geht letztlich müssen wir überlegen, wie kann man das schaffen, dass diese vielen, vielen Spezialisierungen und dieses Komplexe, wie kann man das zu einem Bild zusammenfassen, dass dann diesem einzelnen Patienten, dass man dem den richtigen Cocktail zum Beispiel gibt, dass man dem die richtigen Impulse gibt, dass der die richtigen Lebensumstände hat, um was will der überhaupt? Also das ist das Problem eigentlich. Ich habe noch mal eine Frage zu der Osteoporose. Ich nehme mir das von Lieber einmal im Monat und lässt man dann den ganzen Tag die Milch weg oder Milchprodukte? Also das Kalzium, was Sie sonst vielleicht jeden Tag nehmen. Ja, das habe ich weggelassen. Das müssen Sie an dem Tag ganz weglassen. Ja, also auch Joghurt und Milch dann? Nein, die Kalziumtablette. Wenn Sie Milchprodukte zu sich nehmen, sollten Sie eigentlich sicherheitshalber 4 Stunden Abstand zu dieser Tablette haben. Ja. Also 2 Stunden bis zu einem konventionellen Frühstück, ja, und bis zu Milchmahlzeiten 4 Stunden. Und trotzdem muss man sagen, ich weiß, es gibt heute wieder eine Spezialfachrichtung der Knochenärzte, die sich nur noch mit diesen beschäftigen. Man muss es einmal aufblättern, also gerade jetzt für Sie dann nochmal, von diesem Salz, von diesen Biphosphonaten, ja, werden nur 1-7% aufgenommen. Ich habe das gerade mit Schrecken für unsere Station festgestellt. Diese 7%, ja, werden um 80% in Salze, die nicht mehr aufgenommen werden, verwandelt, wenn Sie 1 Stunde davor oder danach einen grünen Tee oder Kaffee und andere Sachen zu sich nehmen. Also man muss wirklich diese 2-Stunden-Lücke sehr streng halten. Ja? Also auch dann andere Sachen sind dann manchmal schon schwierig.
Weil in der Beschreibung steht nur eine Stunde, nicht am Leib. Also vielleicht ist das, also das, was ich jetzt rausfahre, also aus den Arzneimittel- und Apothekerzeitschriften, wo dann einzelne Professoren sich da zusammengefasst haben, vielleicht ist das jetzt auch aus der Richtung sehr viel Schutz auszuweiten, ja. Aber ja, wenn es gut ist. Genau. Danke. Man kann auch morgens, wenn man als erstes aufwacht, zur Toilette geht, nehme ich meine Tabletten, schlafe noch eine Stunde oder zwei und dann habe ich die ersten Tabletten schon genommen. Sicher so ein Kaffee. Sehr gutes Vorgehen, ja, weil gerade Blutdruckmittel, Schmerzmittel brauchen eine Zeit, bis sie anlaufen. Ja. Das ist oftmals, dass in den Morgenstunden ja die Wirkung des Abends schon nachgelassen haben, gewisse Krisen dann, was die Schmerzen und den Blutdruck angeht, weil man eben in die Unterversorgung da kommt. Gut, der Abend neigt sich, die Sonne geht langsam unter. Gibt es noch Fragen? Also ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen, war das dann an den gezielten Erwartungen eines Vortrags eines anthroposophischen medizinischen Arztes vorbei, aber versucht habe, meine Begeisterung, dass ich durch Schicksalsumstände in eine Medizin geraten bin, wo in einer sonst eigentlich ganz ablaufenden gesundheitspolitischen Landschaft, ja, für mich plötzlich Phänomene auftauchen, die ich als ganzheitlich und integrativ erlebe, die sicher in dem Alltagsrauschen bei uns noch nicht so herausgearbeitet werden. Auch die anthroposophischen Häuser sind auf den geriatrischen Zug noch nicht aufgesprungen. Ja, so. Aber zu sagen, dieses ist eine Sackgassenmedizin und wir sind da in eine Not geraten, erlebe ich auf unserer Station nicht. Die Not, die ich erlebe, erlebe ich aus der gesundheitspolitischen Umsetzung der heutigen Bedingungen, wie man im Krankenhaus arbeitet, aber nicht an dieser Fachrichtung. Ja, so. Ich habe außer in der Palliativmedizin, wo ganz selbstverständlich auch ganzheitliche Ebenen dazugenommen werden. Da hat es aber eine andere Sache. Da geht es um eine Umdefinierung des Ziels. Und plötzlich merken die Menschen, huch, ich stehe am Abend meines Lebens und habe doch vielleicht manche Hausaufgabe nicht gemacht. Ja, so. Und wie ist es jetzt mit dem Geistigen und mit dem Seelischen? Und das muss doch alles jetzt auch noch schnell so. Da ist eine andere Dynamik darin. Aber ansonsten habe ich eigentlich Feuer gefangen, dass diese Altersmedizin in sich eine Ganzheitlichkeit trägt, wo wir die Anteile unserer erweiterten Medizin auch drin haben. Bin dankbar, dass der Verein weiterhin den Blick in unsere Richtung, auf unsere Station, auch wenn es sicher eine harte Zeit ist, hält. Ja. Danke für Ihr Interesse. Da ist aber noch eine Frage. Ich wollte eine Frage gar nicht. Ich fand nur sehr interessant am Schluss eben halt den Unterschied zwischen Kindern und älteren Menschen, weil man ja ganz oft eben halt immer diesen Vergleich hat, Ältere werden wieder wie Kinder, was ich schrecklich finde, weil ein älterer Mensch oder ein alter Mensch hat ein wahnsinnig erfülltes Leben hinter sich und bringt das natürlich mit. Und das finde ich, fand ich immer noch mal sehr interessant, diese Sicht. Vielleicht dann noch trotz der schon beginnenden Abschlussworte. Es ist wirklich so, weil Sie werden wach, wenn Sie das erleben, weil es eine andere Dynamik hat. Sie haben in der Kindheit einen fraktionierten Schlaf. Jede Mutter weiß ganz genau, ja, dass sie nicht davon ausgehen kann, dass von Geburt an das Kind 8 Stunden durchschläft. Ja, so. Sondern dieses, ja, dass das mal wieder wach ist, man dann wieder etwas versorgen muss, aber die Dynamik ist anders. Wenn Sie an dem Bett stehen, ja, haben Sie den Eindruck, das Kind ist wie fern noch, das ist noch gar nicht da, da schwimmen noch die Augen und so weiter. Und dann kommt an dem Leib eine Not auf. Dann kommt sozusagen das heran, ja, ist jetzt am Leib und dann wird gerufen, ja, weil Windel voll, weil Hunger da ist. Beim alten Menschen ist es so, dass sie den Eindruck haben, ja, dieser Leib ist schon durchsklerotisiert. Das Geistige hat sich noch nicht ganz rausgelöst. Ja, und jedes Mal, wenn nur eine leichte Irritation kommt, wird diese Spannung noch mal größer. Ja, so. Umso weiter durch Veränderung der Geist rausgeht, jetzt rede ich von Delir, Verwirrtheit, ja, umso unruhiger werden die und werden immer wieder wach. Ja, so. Es ist wie ein Festhalten. Ja. Bevor ich diesen Leib verliere, greife ich noch mal zu. Ich muss jetzt schon wieder wach sein. Und es ist völliger Blödsinn, ja, eine Krankenhausphilosophie zu sagen, wir haben eine Nachtschwester, ja, so, und um 21 Uhr kriegen alle ihre Schlafmedikamente, weil bis morgen früh ist hier Schlafwaggon. Ja, so. Das ist nicht alter Mensch, ja, so. Das geht gar nicht. Die sind in einer Konstellation, ja, wo das so wieder geht, aber aus einer anderen Grund, weil ich halte mich noch, ich halte mich noch, ich halte mich noch. Das Kind macht, ich will rein, ich will rein, ich will rein. Ja, so. Und das muss man einfach erleben können. Ja. Und dann muss da eigentlich jemand Zweites hin oder es muss ein Verständnis, ja, so auch in die Berufsfelder hinein, ja, was findet da statt und wie gehen wir dann damit um, ja, so. Und dann ist es halt in Ordnung, ja, wenn dann eine zweite Hilfskraft wäre, dass da halt welche um 2 oder 3 Uhr, ja, sich für eine kleine Runde mal im Essensraum treffen oder mal eine Runde rummarschieren, ja.
Ja, es gibt es ja schon. Es gibt einige Seniorenheime, die Nachtcafés haben, wo also wirklich auch Alltagsbetreuer sind, die sich dann darum kümmern. Ja. Aber wir sind eigentlich auf diesem Weg, ja. Und vielleicht ist das die Hoffnung, ja, dass wir damit ein neues medizinisches Fach finden, gerade wo diese Menschlichkeit in allen Berufsgruppen so wieder entdeckt wird und wo wir eigentlich ganzheitlicher arbeiten dürfen, ja, weil der Anspruch der Altersmedizin von Grund an jetzt da so angelegt ist, ja, eigentlich ein ja, aufgehendes neues medizinisches Arbeitsfeld wird vor uns haben. Gut. Ich wollte noch was sagen zum alten Menschen. Was ich festgestellt habe, viele alte Menschen sehen Bilder. Und leider passiert es noch oft, dass die sagen, ach, das ist Spinnkram. Das liegt daran, ja, dass wir... arbeiten ihr ganzes Leben oftmals nochmal auf. Und das ist einfach fantastisch, wenn man das miterleben kann. Also wir sind ja sowieso ein kleines Wunder, damit können wir uns ja ein Leben lang beschäftigen, dass wir nachts ganz anders sind wie tags. Ne? Da passiert ja was. Ne? Nachts liegen Sie da, haben keine Bewusstsein, tagsüber versuchen Sie möglichst wach zu sein. Ja? Wenn man das jetzt anschaut, ist es so, dass es da einen Zyklus gibt. Ne? Und so. Wir gehen morgens rein, wir haben als erstes einen Gedanken. Dann machen wir die Augen auf und gucken ein bisschen. Dann strecken wir uns mal durch, damit es ein bisschen tiefer geht. Aber es funktioniert noch nicht. Einmal Luft holen und dann stachsen wir mal los. Aber die Beine gingen doch gestern noch. Das heißt, sie brauchen eine ganze Zeit, ja, bis sie dann da drin sind. Abends, ja, geht es über unten raus. Die alten Menschen haben viele zuckende Beine abends, restless legs, ja, weil das nicht mehr geht. Ja. Sie müssen da etwas machen. Und erst wenn die Füße wirklich gut durchdrungen sind, wenn sie warm sind, dann kannst du sagen, das Schlafen funktioniert. Wenn man diese Phänomene dann mal auch kennenlernt bei sich, ja, kann man anfangen, schon in der Zeit ja, was zu tun, damit dieses Ich komme gut aus den Beinen raus auch angelegt wird. Ja, so. Und wir können es natürlich therapeutisch unterstützen, das ist richtig. Gut. Dankeschön. Guten Heimweg.